Das ist Berthold Schwarz. In Stein gehauen steht der Franziskanermönch in Freiburg. Sein nachdenklicher Blick geht direkt in Richtung Rathaus. Was hat es mit dieser Figur auf sich? Also Berthold Schwarz ist ja in Freiburg als Denkmal präsent auf dem Rathausplatz, dem ehemaligen Franziskanerplatz, weil er der Legende nach ein Franziskanermönch war, der im Freiburger Franziskanerkloster im 14. Jahrhundert das Schwarzpulver, das Schießpulver erfunden hat. Man weiß, hinter Berthold Schwarz stecke historische Persönlichkeit und Begebenheiten. Freiburg war ein Zentrum der Geschütztechnik im 14. Jahrhundert. Es hat Bergbau gegeben, da gab es natürlich auch Leute, die sich mit Sprengstoff ausgekannt haben. Und all diese Geschichten und Persönlichkeiten sind eben in die Figur des Mönchs eingeflossen. Und 1859 hat man zum angeblichen 500-jährigen Jubiläum der Pulvererfindung diesen Mönch in Stein gehauen und hat ihn auf den Rathausplatz gestellt. Und dort steht er nun und macht sich, so scheint es, seine Gedanken über die Politik, die da drinnen im Rathaus gemacht wird. Was er sich wohl so denkt? Einmal im Jahr kann man es hören, nämlich in der Fasnet. Dann verleiht Peter Kalchthaler dem Magister Berthold Schwarz eine Stimme. Na gut, ich habe mir, als ich mich entschlossen habe, Büttere zu machen, regelmäßig, irgendwann gedacht, es wäre schön, wenn man jedes Jahr die gleiche Figur hätte. Und über Umwege bin ich dann auf den Berthold Schwarz gekommen, eben vor 33 Jahren. Und seither ist der jedes Jahr an Fasnacht dabei. Die Idee ist ja eben einfach, dass der vorm Rathaus steht und durch die Fenster ins Rathaus guckt oder auch auf die Stadt guckt, auch immer mal wieder zum Münster rüber guckt und dann eben erzählt, was so in der Stadt passiert. Peter Kalchthaler hat sich viele Gedanken über seine Figur gemacht. Er will, im Sinne von Sebastian Brandt, dem Autor des Narrenschiffs, der Welt auf unterhaltsame Weise den Spiegel vorhalten. Ich möchte durchaus meine Meinung sagen. Nicht? Ich habe als Freiburger und auch jemand, der ja in der Stadtverwaltung tätig ist, natürlich schon meine eigene Sicht auf die Dinge. Also der Berthold Schwarz ist durchaus ein Stück weit politisch. Andererseits will ich aber auch jetzt nicht mit dem Holzhammer vorgehen, eher so wie mit dem Florett. Und die Leute sollen eigentlich auch immer so ein bisschen schmunzeln, auch so über manche Unsinnigkeiten, die Politik, manche Kapriole, die Politik so schlägt. Und natürlich guckte Berthold Schwarz auch immer wieder auf die Kirche, die in Freiburg ja keine kleine Rolle spielt. Und als Mönch liegt ihm das natürlich auch. Und was sind in diesem Jahr die Themen für Peter Kalchthaler alias Magister Berthold Schwarz? Ja gut, ich meine, in diesem Jahr diskutiert man natürlich die Lücken in Freiburg. Nicht eine Lücke ist geschlossen, das ist die an der Kaiserstraße. Und eine Lücke, die es schon lang gibt, schon seit 70 Jahren, die wollte man schließen hinterm Chor vom Münster. Nicht? Das Palais Andlau sollte ja endlich wieder aufgebaut werden. Und offenbar hat die Causa Tebatz in Limburg für solche Ängste gesorgt, dass man dann gesagt hat, nee, wir warten noch, wir bauen nicht, dass man uns vorwirft, da einen Prachtbau zu errichten. Und das nehme ich natürlich auf die Schippe, klar. Auch die Nachfolge von Erzbischof Robert Solic beschäftigt unseren Magister Berthold Schwarz. Für mich könnte die Liste so aussehen, wenn ich jetzt träumen dürfte, also der Tebatz, der Genswein und der Claudius Stoffel. Und für mich wäre natürlich Claudius Stoffel der ideale Erzbischof. Jetzt wird es höchste Zeit, Magister Berthold Schwarz im Original zu hören. Ja, endlich sind die Reihe geschlossen. Und Kaiserstraße ist wieder dicht, Sparkasse hat jetzt fertig gebaut, der Mut zur Lücke bracht es nicht. Ein anderes Loch wird ausgehoben hinterm hohen Münsterchor, da gähnt jetzt eine tiefe Grube, wo Parkplatz war für viele Jahre. Hier hob sich einst ein schönes Gebäude, das Palais Andlau wird's genannt, nach 70 Jahren soll's neu erstehen. Ich hab mich gefreut, war ganz gespannt. In Limburg gab es Turbulenzen. Dort hätte Bischof sich blamiert und ist beim Bau von seinem Häusle Jesusmäßig abgeschmiert. Als Bauherr war er eine Niete, hätte alle Konten überzogen, doch was besonders übel war, er hätte zu noch richtig gelogen. Typisch Kirch, tät mancher Töne, ums Geld wird glitte, uns wird geschellt, bruche mir den Klerus noch, verteile doch das Kirchengeld. Auchs Palais Andlau wird getroffen, Baustopp wurde bald verfügt, Limburg schürte heftige Ängste, dass man's Projekt als Prachtbau rügt.
Mir greift es alles ein wenig zu kurz. Ich denke ans Münster an der Stelle. Hätte man bei dem Bau schon so denkt, stünd dort hit höchstens eine Kapelle. Die Bürger haben viel dafür gespendet und haben ein Wunderwerk erstellt. Auf das sind wir heute mächtig stolz, berühmt ist es auf der ganzen Welt. Es ist bei der Kirche wie anderswo. Muss manchmal glotzen und nicht kleckere, nicht wie in Limburg, das ist klar. Doch oft ist man zu früh am Meckere. Das Palais Andlau muss wegen warten. Der nächste Hirte wird's wohl bauen. Im Ruhestand kann Robert Zollitsch dann ganz beruhigt von außen schauen. Im Ordnariat ist man schon gespannt auf die Wahl in unserem Dom. Ich warte auf die Kandidatenliste, den flotten Dreier fern von Rom. Wer steht da drauf? Ich will wegen träumen. Wer ich der Kandidate finde, dann zeigt meine Liste diese drei. Tebatz, Genswein und Claudius den Sünder. Ich wüsste genau, wenn ich so wähle. Sorry Georg, es bist nicht du. Mein Erzbischof ist Claudius Stoffel. Hätte ich nur recht, dann wär endlich Ruhe.